Lust auf Südfrankreich? Wir starten in der sommerlichen Provence. Da ist es wunderschön. Raus aus dem Alltag und rein ins gute Leben. Savoir vivre. Kommen Sie mit durch die Provence bis nach Saint-Tropez. Die Lavendelfelder blühen von Juni bis Mitte August. Das ist die schönste Zeit in der Provence. Wir fahren von Norden nach Süden, zunächst in die bizarre Landschaft der Verdon-Schlucht, super zum Wandern und Schwimmen. Dort liegt auch Moustier-Saint-Marie, das offiziell zu den schönsten Dörfern Frankreichs gehört. Natürlich schauen wir uns auch das traumschöne Aix-en-Provence an. Von da aus geht es dann ans Meer, zur französischen Riviera und per Schiff zu den goldenen Inseln bei Hyères. Wir beenden unsere Reise mit dem Campingbus im mondänen Saint-Tropez. Das lebensfrohe Aix-en-Provence war die Heimat des berühmten Malers Paul Cézanne. Wir besuchen sein Atelier. Wegen des Lavendels gibt es hier viele Parfummanufakturen. Und neben anderen Genüssen für den Gaumen erforschen wir den berühmten Kräuterschnaps Pastis. Es summt, es leuchtet, es duftet. Herzlich willkommen in Südfrankreich. Das Wort Provence leitet sich aus dem lateinischen Provincia ab. Denn die Gegend hier war in der Antike 600 Jahre lang von den Römern besetzt. Auch sie bauten hier schon Lavendel an. Genauso wie manche Klostergemeinschaften im Mittelalter. Von Gordes aus sind es rund 2,5 Stunden Fahrt zur berühmten Verdon-Schlucht. Durch die Schlucht schlängelt sich der Fluss Verdon. Die Felswände hier sind bis zu 700 Meter hoch. Hier kann man wandern, klettern und auch Wassersport machen. An diesem Fluss befinden sich 5 Stauseen. An einem von ihnen, am Lac de Sainte-Croix, liegt unser erster Campingplatz.
Oh, ist das jetzt herrlich. So. Oh. Anfängerfehler. Auf so einem einfachen Campingplatz kostet die Nacht mit dem Bus ungefähr so viel wie eine Pizza. Der Stausee liegt mit dem Auto nur 2 Minuten von hier entfernt. Alle Wassersportarten ohne Benzinmotor sind hier erlaubt. Der Stausee selbst ist sehr tief, über 90 Meter. Das Schwimmen wird während der Sommermonate hier an vielen Stellen sogar überwacht. Aber Vorsicht beim Planschen im Fluss. Da gibt es oft starke Strömungen, die selbst für Erwachsene gefährlich werden können. Seit 1981 darf sich Moustier-Sainte-Marie eines der schönsten Dörfer Frankreichs nennen. Da fahren wir jetzt hin. Danach geht's nach Aix-en-Provence, in die historische Hauptstadt der Region. Hoch über Moustier-Sainte-Marie hängt ein Stern, an den sich mittelalterliche Rittergeschichten knüpfen. Die alten Häuser hier wirken, als seien sie wie Skulpturen im Berghang und im Tal platziert. Auch einen Wallfahrtsort hat das alte Dorf zu bieten. Man erreicht ihn über einen steilen Weg mit 260 Stufen. In dem Kirchlein Notre-Dame de Beauvoir sollen im 17. Jahrhundert totgeborene Kinder für die Dauer ihrer Taufe wieder zum Leben erweckt worden sein. So konnten sie in den Himmel kommen. Das Glasfenster spielt auf die Taufwunder an. Eine in die Wand eingelassene Keramik auf das Mariengelübde mit dem Stern, das ein Kreuzritter abgegeben hat, falls er aus der Gefangenschaft im Heiligen Krieg in sein Dorf zurückkehren würde. Boah, und dann krass hier, diese Felswände. Bonjour, hein? Bonjour. Schon ein sehr schönes Örtchen. Du
gehört zu einem der schönsten Frankreich, heißt es ja auch. Salut. An den vielen Geschäften im Ortszentrum merkt man gleich, dass der Tourismus hier die Einwohner ernährt. Als in diesem Tal noch Ackerbau und Viehzucht betrieben wurden, wohnten hier aber fast dreimal so viele Menschen. Das ist es hier, Lavendeleis. Schon für die Farbe lohnt sich das. Das ist ein bisschen speziell, so ein bisschen, als würde man Seife lutschen. In diesem schönen Ort findet man eine große Vielfalt an traditionellen Waren. Auch viele lokale Produkte kann man hier kaufen, zum Beispiel im sogenannten Bistro des Bienenzüchters. Und draußen werden frische Smoothies angeboten. Bonjour, guten Tag. Guten Tag. Pêche et Pfirsich und Zitrone, bitte. Zitronenpfirsich. Ja, danke. Merci beaucoup. Dankeschön. Sehr gerne. Zum Wohl. Merci. Ziemlich sauer, aber toll frisch, null süß. Ah. Unsere Limonade. Limonade. Kein Bier. Nein, Limonade. Ich trinke keinen Alkohol, wenn ich arbeite. Zum Wohl. Merci. Ah, non. Okay. Sehr gut. Vielen Dank. Wenn man durch Moustier Sainte-Marie wandert, fällt nach kurzer Zeit auf, dass hier sehr viel typische Keramik verkauft wird. In der Tat ist der Ort seit dem 17. und 18. Jahrhundert ein Zentrum des sogenannten Fayence-Handwerks. Auch heute noch wird diese besondere Keramikart in 7 verschiedenen Ateliers gefertigt. Das ist ja schön hier. Wer mehr über das Handwerk erfahren will, kann eine Führung in einer der Werkstätten buchen. Da sind wir dabei. Bonjour, Madame. Guten Tag. Guten Tag. Oui. Möchten Sie reinkommen? Sehr gerne. Das ist sehr schön hier. Also hier sehen Sie die Stücke, die wir heute Morgen gefertigt haben. Alles handgemacht. On fabrique l'argile. Oh. Fayence ist kein Porzellan, denn sie wird aus Tonerde hergestellt, ist also Keramik. Das Mineraliengemisch nimmt nach dem ersten Brennen eine gelblich-graue Farbe an. Für den Milchkaffee? Ja, für das Frühstück. Fürs Frühstück, für das französische Frühstück. Hier kommt der Café au lait rein. Fast ein halber Liter kann da rein. Gems. Ich liebe das. Das eigentlich wichtige Kennzeichen der Fayence ist aber die spezielle weiße Glasur, die Zinnoxid enthält. Bemalt wird die Fayence je nach Farbe vor dem zweiten Brennen oder danach. Und dann muss sie noch ein drittes Mal gebrannt werden. Fayence herzustellen ist sehr aufwendig. Im Fayence-Museum in Moustier-Sainte-Marie erfährt man, dass jeder französische König einen eigenen Stil der Bemalung bevorzugte. Blau war zum Beispiel die Lieblingsfarbe von Sonnenkönig Ludwig dem 14. Später wurde das Design dann oft bunter. Fünfhundert Jahre Fayence-Kunst werden in diesem Museum gezeigt. Und auch die Gegenwart kommt vor. Denn auch heute noch drücken Fayence-Künstler ihre Ideen mit dieser alten Handwerkstechnik aus.
verlassen unseren Stausee und fahren weiter nach Süden. Boah, jetzt guck da mal runter. Ist das ein Blick? Wow. Über diesen Berg dort in der Ferne wird zu reden sein. Er wird der Malerberg genannt und befindet sich in der Nähe von Aix-en-Provence. Aix-en-Provence halten viele für die schönste Stadt Frankreichs, wenn man mal Paris außen vor lässt. Dementsprechend teuer ist es, hier zu wohnen. Zwei Künstlergenies gingen hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemeinsam zur Schule. Der Maler Paul Cézanne und der Schriftsteller Émile Zola. Am Schulgebäude in der Rue Cardinal steht geschrieben, dass sie unzertrennlich waren. An der Prachtmeile der Stadt, dem Cours Mirabeau, gibt es immer noch jenes Café, in dem sich Cézanne und Zola getroffen haben. Wie viele Künstler ihrer Zeit. Wir sind hier auf dem Cours Mirabeau. Das sind praktisch die Champs-Élysées von Aix-en-Provence. Ah, kann man so flanieren. Genau, die Pracht. Se promener heißt es doch, oder? Oui, tout à fait. Se promener. Se promener. Sich promenieren, also genau. Spazieren. Das ist die eben Lieblingstätigkeit in Aix-en-Provence. Hier hin und zurück promenieren, vielleicht auf einen Café sich hinsetzen und eine Pastis oder ein Weißwein, Roséwein trinken. Ja, okay, das Leben genau. Schon schön in Aix-en-Provence. Und hier der Cours Mirabeau ist immer so ein wichtiger Ort gewesen, deshalb auch so die Geschäfte, die wichtig waren, haben hier auch gemacht. Und in den Zeiten von Cézanne, von Paul Cézanne, der Vater Auguste Cézanne, hatten hier ein Hutgeschäft. Das ist gerade auf dem Cours Mirabeau, ist auf dieser Seite. Da steht hier. Chapellerie Cours Mirabeau, Gros et Detail. Chapellerie bedeutet Hutgeschäft. Chapeau, Hut, Chapellerie, Chapeau, Hutgeschäft. Sagt man doch auch. Ich ziehe den Hut. Genau, Chapeau. Genau. Ja? Malerterrain steht hier geschrieben. Die Wege sind ausgeschildert für einen besonderen Spaziergang. Cézanne ist schon öfters hierher gekommen, um seine Lieblingsmotive zu malen. Ja. Ah, hier! Ist er das? Ja, genau. Jetzt kannst du verstehen, warum Paul Cézanne dieser Punkt hier sehr gerne hatte. Ja. Warte, wir haben doch die, die Postkarte, habe ich doch. Mal schauen hier. Das ist doch. Ja. Das ist doch der Berg, oder? Ja, natürlich. Ja, genau, genau. Man sieht die Frage von der Perspektive. Ja, es könnte genau. Das sind von dieser Perspektive. Punkt hier sein. Genau. Und Paul Cézanne hat von hier so mehrmals gemalt. Insgesamt hatte er diesen Berg 87 Male gemalt. 87 Male. Thank you.
Das Licht, die Farben der Natur in der menschlichen Wahrnehmung bewegten die Künstler im ausgehenden 19. Jahrhundert, die mit der akademischen Malerei brechen wollten. Cézanne durchlebte eine Phase impressionistischer Malerei, in der das Licht die Farben verändert. Doch entwickelte er sich weiter und verband seine eigenen inneren Empfindungen zum Objekt mit den Farben, die er benutzte. Damit war er seiner Zeit voraus. Bonjour. Guten Tag. Ah, ça c'est das ist bon, gut. Eh? Es ist warm. Il fait chaud. Ja, es ist wirklich ziemlich heiß. Das ist also das Atelier. Oui, c'est ça. Gibt es einen Zeitplan für den Eintritt? Wir haben einen Zeitplan für die Führungen. Jede halbe Stunde startet eine. Möchten Sie an einer teilnehmen? Also, hier gibt es Zeitfenster. Zweimal am Tag gibt es geführte Touren. Und man muss dann einfach warten, bis man dran ist. Cézanne hat zu Lebzeiten kaum Bilder verkauft. Seine Familie unterstützte ihn, damit er arbeiten konnte. Das ist ja, genau. Und das Atelier hat Paul Cézanne 1901 bauen lassen, hatte bis 1906 gearbeitet, also die vier letzten Jahre seines Lebens. Und es ist hier der Ort, wo man eben seine Präsenz spüren kann. Nur wenige Zeitgenossen haben Cézannes Malerei verstanden. Das geschah erst in der nächsten Malergeneration, zum Beispiel durch Picasso und Matisse. Manche Bilder von Cézanne wurden 100 Jahre nach seinem Tod für über 60 Millionen Dollar verkauft. Sehr, sehr wichtig im Atelier sind wirklich, dass die Gegenstände, die hier zu sehen sind, die originelle Gegenstände. Das heißt, in seinen Gemälde sieht man schon diesen Tisch, wobei schwierig. Ach, hier diese Äpfel und Stillleben, ja, das ist ja auch so typisch hier. Vor allem das Bild Die Badenden ist ein Meilenstein in der Kunstgeschichte. Picasso und Matisse besaßen Varianten davon und hüteten sie wie einen Schatz. Für die große Badende, also das heißt, dieses Gemälde mit nackten Frauen im Landschaft von Aix-en-Provence, also für die Badende war ein Problem, weil hier nackte Frauen einzuladen, also nur ein Mann alleine mit sechs nackten Frauen. Wir sind in Aix-en-Provence, sehr konservative Stadt, und es ist nicht wie in Paris, sehr katholisch hier, und deshalb, also um die Badende zu malen, brauchte er also diese kleine Bild, also Vorbild, diese kleine, eigentlich, man kann hier in dieser Ecke, merci, so hier, oh, da hatte weibliche Formen, und er konnte eben so ungefähr so die weibliche Figuren malen. Seine Frau Hortense, die er erst mit 47 heiratete, hat er oft gemalt, allerdings immer angezogen. Die Parfumherstellung hat in der Provence, also auch in Aix, eine lange Tradition. Dem wollen wir nachgehen. Das duftet hier schön. Und irgendwie scheinen Trockenblumen mit dazu zu gehören. Ich mache ein Foto von Ihnen. Da ist der Sessel schon bereit, dass man sich hier in dieser provenzalischen Pracht hinsetzen kann. Hallo. Ah, okay. Das ist ein Stillleben der anderen Art jetzt. Ah. Kommst du? Also Sie nehmen diese getrockneten Blumen und dann besprühen Sie die mit Parfum. Und dann ist es sozusagen eine ganz persönliche Note, die das dann kriegt.
Diese Parfümerie verkauft nicht nur Parfum, man kann im Obergeschoss auch seinen eigenen Duft kreieren lassen. Wow. Oh, c'est très Das ist ja höchst professionell hier. Oh, Mama. Sind das alles verschiedene Duftnoten? Ja, die sind alle unterschiedlich. Setzen Sie sich doch bitte. Hallo. Das ist ja interessant. Das ist ein kleiner Parfum-Workshop hier. Toll. Ich schlage vor, Zypresse zu nehmen. Das ist ein typischer Baum in unserer Gegend. Oh, Zypresse. Oui, exactement. Oh, wir machen jetzt einen Provence-Duft. Clementinen wurden in der griechischen Mythologie von Nymphen bewacht. Eine frische Note. Oh ja, ganz frisch. So blütig und bisschen nach, ja, Clementine, genau, bisschen Zitrus dabei. Die Orangenblüte ist von großer Bedeutung in der Provence. Schon seit dem 11. Jahrhundert wird sie für die Parfumherstellung verwendet. Beruhigend und freundlich und so, dass man sich so in ein Linnen legen möchte und einfach nur ausatmen. Jetzt probieren wir etwas aus. Bitte schließen Sie die Augen. Dann kann man besser riechen. Wir schauen mal, ob Ihnen dieser Dreiklang gefällt. Mögen Sie alle drei zusammen? Hat man seine Duftmischung gefunden, kann man sie selbst zusammenmischen. Die Rezeptur wird notiert und dann kann man sich das Parfum immer wieder nach Hause schicken lassen. Hier sehen Sie alle unsere Parfums. Und eine Sache ist besonders typisch Provence. Bei der Aufmachung der Parfums haben wir uns an dem Motiv unserer provenzalischen Zementfliesen orientiert, der Carreau de Ciment. Über die Zementfliesen gibt es eine kleine Geschichte. Es sind exakt die gleichen wie in dem Haus meiner Großmutter Rose. Et c'est pour ça que j'ai envie de lui rendre hommage en créant vraiment beaucoup de parfums de mon enfance en Provence à partager justement. Deshalb sehen Sie überall auf den Produkten das gleiche Design. On a la même chose. C'est la même motif, hein? Vous voyez? Oui. Dieses Motiv hier trägt den Namen Ich liebe dich, weil die vier Herzen darin vorkommen. Die Parfums mit dem Zementfliesenmotiv werden gelegentlich sogar im Élysée-Palast an Staatsgäste verschenkt, mit echtem Gold- oder Platinrand. Auf den Märkten hier findet man viel Originelles und Handgemachtes. Und auch der Lavendel darf nicht fehlen. Zum Beispiel Blüten für das Beduften von Textilien. Die hier sind aus Lavendelzweigen kunstvoll geflochten. Man hält die Zweige mit den Blüten in der Hand. Sie zeigen erst mal nach oben. Dann knickt man sie um und flicht ein Band um jeden Stiel herum. Das ist alles. Dass Aix-en-Provence auch eine Universitätsstadt ist, merkt man vor allem, wenn es Abend wird. Wer zu Fuß die Stadt erkunden will und müde Füße fürchtet, kann in Aix-en-Provence auf elektrische Minibusse zurückgreifen, die sogenannten Diablines. Sie wurden eingeführt, um in der Altstadt selbst die schmalsten Gassen befahren zu können.
Es gibt feste Routen. Man stellt sich dort einfach an den Straßenrand, gibt ein Handzeichen und man kann einsteigen. Für die älteren Einwohner von Aix ist die Fahrt sogar kostenlos. Besucher zahlen einen kleinen Betrag. Man wäre nicht wirklich in Aix-en-Provence gewesen, hätte man nicht einmal Calisson probiert. Diese süße Köstlichkeit besteht aus Mandelteig, der in die Form einer abstrakten Mandel gepresst wird. Das Konfekt soll bereits im Jahr 1473 entstanden sein und wird überall in der Stadt angeboten. Es gibt sogar ein Calisson-Museum. Das befindet sich etwas außerhalb der Stadt. Das Museum bietet zunächst einen Ausflug in die Geschichte der Backtechnik. Um das beliebte Konfekt in großer Stückzahl zubereiten zu können, hat man sich eine Stanztechnik einfallen lassen. Sie wird auch heute noch angewandt. Von der Herstellung der Calisson lebten immer schon viele Menschen hier in und um Aix. Und wie sind sie nun entstanden? Man erzählt sich, dass die Süßigkeit zum ersten Mal für die Hochzeit von Reichsfürst René dem I. vom Anjou hergestellt wurden, einem kulturell sehr gebildeten Herrscher, der in Aix-en-Provence 1483 gestorben ist. In solchen, dem Gebäck nachempfundenen Schachteln werden sie seit Urzeiten angeboten. Hi. Also, hier haben wir die traditionelle Verpackung der Calisson von Aix, die wirklich emblematisch dafür steht, weil es sie schon seit dem 15. Jahrhundert gibt. Die Legende sagt, dass König René, unser guter König René, eine Süßigkeit bestellte, die seiner zukünftigen Ehefrau, der Königin Jeanne de Laval, am Hochzeitstag ein Lächeln auf die Lippen zaubern würde. Denn sie war bekannt als jemand, der oft übellaunig war und nie lächelte. Der Tag der Hochzeit nahte. Der Konfiseur gab der Königin die Süßigkeit, sie probierte und sie zauberte ihr tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht. Ein Wunder. Und so nannte man sie die Calisson, was aus dem Provenzalischen übersetzt Liebkosung heißt. Und die Form der Schachtel ist die Form des Lächelns von Königin Jeanne. Ist das nicht eine schöne Legende? So, last check. Okay. Hier geht's lang. Danke sehr. Und so werden sie heute gemacht. Die Grundzutat sind Mandeln. Dazu kommen in Zucker gekochte Orangen und Melonen. Ganz traditionell. Die Zutaten werden zusammen gemahlen und zu einem Teig verarbeitet. Das ist die Stanzmaschine, die heute benutzt wird. Ein Oblatenblatt stützt den Teig von unten. Obendrauf kommt eine Schicht Zuckerguss. Jedes Plätzchen wiegt 12 Gramm und ist 5 cm lang. Okay. Nochmal zum Lernen. Nehmen Sie den Löffel und dann da drauf. Ah, mhm. Okay. Das ist nichts.
Bravo! Perfekt! Voilà. Et là, hop. En relève. En relève. Und jetzt weiterschieben. Und next. Et on recommence. Lâchez. Bravo! Et après on recommence. C'est OK? Oui, super! Va? Bien travaillé. Die Zuckerschicht ist perfekt. Keine Fehler. Super. Pas de défaut. C'est super. Test bestanden. Gut. Anschließend kommen die Calissons in den Backofen. 4500 Stück werden hier pro Stunde produziert. Sehr süß. So ein bisschen Marzipanik durch die Mandeln. Von Aix-en-Provence sind es 50 Kilometer bis zum Badeort Cassy und dem Meeresnationalpark Calanque. Wir wandern danach ein bisschen an der Küste entlang und erforschen in Aubagne die Geheimnisse des Pastis. Und jetzt? La mer. La mer. Das muss als nächstes kommen, natürlich. Wenn das Meer dann endlich in den Blick kommt. Oh, so ein sehnsuchtsvolles, schönes Lied. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Wir fahren durch den Nationalpark Calanque, den jüngsten Frankreichs. 2012 wurde er erst gegründet. 4/5 der Fläche besteht aus Wasser. Der Rest ist Küste, mit diesen atemberaubenden Kalkfelsen. Cassy kamen schon vor gut 100 Jahren wohlbetuchte Engländer, um Urlaub zu machen. In den 1920er Jahren zum Beispiel auch die Schriftstellerin Virginia Woolf, etwas später Winston Churchill. Er nahm hier Malstunden mit Blick auf die Bucht. Heute trifft man hier auch viele Franzosen, vor allem aus dem benachbarten Marseille. Das Meer ist in Cassy besonders klar und ein paar Grad kühler, weil es hier unterirdische Süßwasserquellen gibt. La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs. Un des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la zone. Auf den Parkplätzen in diesen Pinienwäldern wurde früher oft wild gekämmt.
Das will man heute durch Höhenbegrenzungen bei der Einfahrt erschweren. Da ist man froh, wenn man nicht zu hoch und zu groß ist. Das ist also ganz schön flotten Schritt drauf. Ja, das ist halt so, ne? Irgendwie ist das halt so integriert beim Wanderführer. Ja, der Wanderführer immer voraus mit flottem genau. Schritt. So, so jetzt. Und zwar sind wir hier zwischen Saint-Cyr-sur-Mer und Bandol. Mhm. Und hier haben wir halt zum Glück Naturschutzgebiete und Ecken, die wirklich noch sehr ursprünglich sind. Sehr wenig Häuser gibt es hier. Hier gibt es nur eine kleine Siedlung, aber ansonsten hat man hier zwischen Bandol und Saint-Cyr halt 12 Kilometer wirklich von Wanderweg, der nur an der Küste lang geht. Und man hat sehr schöne zerforschte Buchten hier, mhm. die Calanque de Bandol. So, ich freue mich. Das wird super, denke ich. Gut, gut ausgerüstet sind wir. Dann los. Jo. Wo lang? Da lang. Darüber. Gut. Sag mal, diesen Sound, hörst du den noch? Ja, man gewöhnt sich halt schon dran. Ne? Aber eigentlich ist es ja auch nur im Sommer. Ne? Das ist nur zwischen jetzt wirklich 15. Juni und 15. August ungefähr. Für mich ist es ja kein Lärm, ne? Das ist so eine Musik. Man sagt ja auch, die Zikaden singen. Und zwar sind das die Männchen, die singen, um die Weibchen anzuziehen, um sich zu vermehren. Und das ist halt der Zyklus. Zikaden singen, wenn sie sich fortpflanzen wollen. Die Männchen befruchten die Weibchen, die legen ihre Eier ab und sterben. Die Larven leben dann jahrelang im Boden und danach verpuppen sie sich. Daraus schlüpft am Ende die Zikade. Wenn man ein bisschen guckt, dann könnte man auch hier so Hüllen von denen finden. Ne? Das sind quasi die Hülle der Larven. Ne? Auch am Baum? Genau, die sind meistens unten am Baum, weil die kommen aus der Erde raus. Na, da ist jetzt keine, die kommen aus der Erde raus. Ja. Ah, da ist eine. Guck wo? Hier. Siehst du? Oh. Sieht so aus, als würde da jetzt wirklich noch so ein Tier sitzen. Aber das ist nur die Hülle von der Larve. Ne? Krass, das ist wie bei einer Schlange auch. Ne? Das häutet sich. Genau. Und das... Schon toll. Ja, toll. Das ist der Mastix-Strauch, den kann man im ganzen Mittelmeerraum finden. Der wächst auf Kalkboden und das ist ein ganz interessanter Strauch, weil aus seinem Harz kann man Getränke machen, kann man auch als Kaugummi benutzen, man kann es quasi zum Kuchen machen benutzen. Das Harz hat auch medizinische Fähigkeiten, das heißt, früher haben die Leute einfach so ein Stück von dem Ast abgeschnitten und haben dann darauf rumgekaut und das ist dann gut für das Zahnfleisch. Ma mère, on va danser le long des galpes claires. À des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie. Wo ich vielleicht auch einfach stehen bleiben kann. An diesem Ort dreht sich alles um Pastis, diesen sehr südfranzösischen Kräuterschnaps. Dann wollen wir mal beginnen mit unserer Recherche. Die Baumbar.
Bonjour. Oh, ist das lässig hier oben? In den Bäumen die Bar. Hey, hey, Sonne. Prost. Santé. Ah. Für einen guten Schluck Pastis braucht man viele unterschiedliche Kräuteraromen. Die werden vermischt mit Wasser, Zucker und Alkohol. Mischung heißt auf Provenzalisch übrigens Pastis. So ist der Schnaps zu seinem Namen gekommen. Guillaume Ferroni ist der Inhaber des Ganzen hier und leidenschaftlicher Sammler von alten Rezepturen historischer Getränke. Dank seiner Kenntnisse kann er heute ganz besondere Aperitive und Digestive anbieten, deren Rezepte zum Teil lange in Vergessenheit geraten sind. Bonjour. Guten Tag. Bonjour. Das ist hier Partystimmung im Kräutergarten. Komplett. Ah, guten Tag, Tamina. Bonjour. Ich bin Roger. Tamina. Ich bin Guillaume. Ah, qu'est-ce que was ist das? Zitronenverbene. Verben. Da bin ich ja genau richtig. Hier wird direkt für den Pastis gesammelt. Ah, ja, ja. Das ist also das. Boah, sehr. Puh. Das ist ein Duft, das ist der Hammer. Also Verben ist überhaupt was ganz Tolles. Wir brauchen sie für Rum, für Whisky, für den Wodka, für den Gin, für ganz viele Spirituosen. Das alles hier? Ja, das alles. Und hier macht man so einen kleinen Kurs oder Workshop dazu? Wir haben hier eine kleine Werkstatt, in der wir unseren eigenen Pastis herstellen und in Zukunft auch eigenen Gin. Und was ist das? Alors. Ça. C'est un peu. Sieht ein bisschen wie Thymian aus, ist aber Bohnenkraut. Sarriette. Sarriette. Ja, Bohnenkraut. On peut faire les deux produits avec. Und wir brauchen auch etwas von der Eberraute. Puh, spécial, das ist speziell. Probier mal. Kann ich das essen? Oh! Très, oh! Sehr bitter, hein? Ouais. Ziemlich bitter. Bitter. Oh. Wir nehmen ja viel Zitronenverbene. Dann braucht man etwas davon für die richtige Balance. Pastis trinkt man überall in Frankreich. Aber dieser, der hier bei Guillaume in Handarbeit hergestellt wird, ist was Besonderes. Oh. 2 Jahre hat der hier gebraucht. Ganz viele tolle Kräuter sind drin. Jetzt braucht man natürlich sofort ein Glas, um das zu probieren. Er muss doch kalt gestellt werden. Nein, niemals. Wenn man in Marseille eine Flasche Pastis im Kühlschrank findet, hagelt es Kritik. Es ist eine Schande. Pastis enthält das Aromamolekül des Anis, genannt Anethol. Und das kann sich in der Kälte nicht entfalten. Aber das Wasser muss kalt sein. Das Wasser kann kalt sein. Wichtig, zuerst das Wasser und dann dazu die Eiswürfel. Niemals die Eiswürfel gleich in den Pastis, damit sich die Moleküle nicht zusammenziehen. Der große Moment. Zuerst den Pastis. Meistens so 2 cl. Dann das Wasser. Es färbt sich ein wenig. Und drittens das Eis. Oh, parfait. Und viertens das Glas nehmen und Santé. Zum Wohl. Auf die Provence. Merci. Auf die Kräuter. Santé. Zum Wohl. Jetzt ist es schön. Es ist schön kalt. Erstmal Anis, dann schon auch eine ganz schöne Süße. Und dann diese Kräuter, so ein bisschen Verven, meine ich, rauszuschmecken natürlich. Und dann vielleicht noch so ein bisschen was Minziges, vielleicht ganz leicht.
Heute besuchen wir in La Ciotat das älteste noch erhaltene Kino der Welt. Und von hier aus fahren wir raus aufs Meer. Away for something better. Maybe it's me, but maybe it's you. And what I'm gonna do is so much greater. La Ciotat hat einen schönen Hafen und ein hübsches Zentrum. Aber die eigentliche Attraktion hier ist das Filmtheater Eden. Hier wurde dank der Brüder Lumière Filmgeschichte geschrieben. Damals begann das Zeitalter des bewegten Bildes. Cinematograph. Also so ein Cinematograph, der 5 Kilo wiegt, musste von jemandem bedient werden, der die Filmrollen auswechselte. Auf jede Rolle passte ein Film von einer Minute. Bei einer Vorstellung von 20 Minuten brauchte man also 20 Filmrollen. Und hier immer drehen. Und wenn ich nicht drehe, hört es auf. Und jetzt hier. Da, hier, oh. Der Kinematograph, die Filmkamera der berühmten Gebrüder Lumière. Er konnte bewegte Bilder aufnehmen, aber auch projizieren. Mit dieser Erfindung retteten Auguste und Louis Lumière das Unternehmen ihres Vaters Claude Antoine, der eine Fabrik für Fotoplatten hatte. Auguste und sein Bruder Louis kamen im Sommer oft nach La Ciotat. Denn hier hatte die Familie ein repräsentatives Palais für ihren Urlaub. Einige der ersten Filme entstanden hier. Dann wurden Filmreporter in die ganze Welt entsandt. Tanzende Soldaten in Madrid. Ella? Istanbul, Konstantinopel. Ah, c'est un secret. Hein? Alors? Konstantinopel war das damals. Das ist schon eine Magie. Die Filmberichte der Gebrüder Lumière wurden 2005 zum Weltdokumentenerbe erklärt. Das hier ist das älteste Kino der Welt. Das ist ein großer Moment für mich. Der erste Film hier, was war das? In ihren allerersten Filmen haben die Brüder Lumière vor allem ihre Familie gefilmt. Hier, gleich in der Nähe, in ihrem Palais, in La Ciotat. Aber der berühmteste Film ist die Ankunft der Eisenbahn im Bahnhof von La Ciotat. Ob es wahr ist, wissen wir nicht. Man sagt, dass die ersten Kinobesucher bei diesem Film panisch den Vorführraum verließen, weil sie dachten, der Zug rast aus dem Bild in die Kinosessel hinein. Geschichtlich gesehen ist an diesem Film bedeutsam, dass er auf der Grenze zwischen zwei Epochen steht. Der Zug ist ein Symbol der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert. Hier trifft er auf das neue Medium Film, das 100 Jahre später erfunden wurde. Somit bringt der Film über die Ankunft eines Zuges zwei Umbrüche zusammen. Eines aus dem frühen und eines aus dem späten 19. Jahrhundert. Schauen Sie, in dieser Zeit, da gab es im Eden-Theater noch kaum Filmvorführungen. Mhm.
Und das hier ist das komplette Filmprogramm vom 22. März 1899. Wir nähern uns jetzt einem Küstenabschnitt, der auf Provençalisch Calanque de Figarol genannt wird. Figarol heißt Feigengarten. Sehr besonders ist, die Einwohner haben dort bis heute die Möglichkeit, mit echten Feigen zu bezahlen. Ein Kilo hat den Wert von 6 Euro. Warum das so ist, werden wir rauskriegen. Oberhalb dieses Strandes liegt ein Hotel, deren Besitzer 1956 den Ort als unabhängige Republik ausgerufen haben. Das klingt spannend. Wir sind hier nicht in Deutschland, nicht in Frankreich. Wir befinden uns in der unabhängigen Republik Figarol. Ich bin der Präsident. Sie sind der Präsident. Seit 28 Jahren bin ich der Präsident. Bis zum nächsten Putsch. Unabhängige Republik, was soll das heißen? Es ist eine Tatsache. Meine Großeltern, die, pardon, russische Wurzeln hatten, sind 1956 hierher gekommen. Sie fanden diesen Ort so magisch und andersartig, dass sie die Gegend als unabhängige Republik von Figarol ausgerufen haben. So unwirklich schön sei diese Bucht, dass sie nicht zu Frankreich gehören könne. Dieser scherzhafte Satz drückt den Lebenstraum der beiden russischen Einwanderer aus, nämlich hier ein freiheitlich-künstlerisches Leben führen zu können. Und in diesem Geist eröffnete Gregorys Großvater zusammen mit seiner Frau hier 1956 ein Hotel mit Restaurant. Et tu fais une demande. Möchtest du vielleicht Staatsbürgerin werden? Et à ce moment-là, j'aurai le plaisir de t'envoyer le passeport de la RIF. Ich kann dir einen Pass der RIF, der unabhängigen Republik, ausstellen. Aha. Er ist 30 Jahre gültig. Das klingt ein bisschen kriminell. Absolut nicht. Wir sind die unabhängige Republik Figarol. Ich bin der Präsident. Lang lebe der Präsident. Ich muss jetzt arbeiten gehen. Es sind viele Gäste im Restaurant. Bleib hier und genieße den Aufenthalt hier. Wenn du etwas brauchst, dann sag einfach Bescheid. Merci. Vielen lieben Dank. Bonne Bonjour. So, mal gucken, wo unser Boot für unseren heutigen Ausflug ist. Ah, Alain? Ah oui. Tamina. Ich bin ein bisschen spät. Nicht schlimm. Und wir machen einen Trip mit? Avec. Mit diesem Boot. Das heißt Abondance. Herzlich willkommen an Bord. Okay. Das ist unser Boot für den Ausflug. Cool. Okay. Wow. Fender rein heißt, es geht los.
Also wirf die Leinen los und segle fort aus dem sicheren Hafen. Fang den Passatwind in deinen Segeln. Forsche, träume, entdecke. Mark Twain. Wahrscheinlich ist es hier eher der Mistral, den man in den Segeln fängt. Aber ist es nicht schön? Alain hat erst vor ein paar Jahren das Segeln zu seinem Hauptberuf gemacht. Warum magst du das so? Wegen der Freiheit. Und um draußen zu sein. Ja, wir haben sehr viel Meer in Frankreich. Den Ärmelkanal, den Atlantik, das Mittelmeer. Wir haben Glück. Wir haben viel Chance. Viele Côtes. Tauchst du auch? Ja, aber nur mit Schnorchel. Man sieht hier ziemlich viele Fische. Delfine, einige Wale. Haie habe ich persönlich noch nicht gesehen. Und hier im Nationalpark gibt es auch noch andere Arten. Zum Beispiel den Zackenbarsch. Wirklich ganz viele Fische. Das Meer hier birgt eine einzigartige Natur. An den Ufern nisten seltene Seevögel. Im Wasser leben geschützte Schildkröten, Delfin- und Korallenarten. So? Allez. Allez? Deux, un, go. Oh, okay. Un, deux, trois. Oh. Route. Vor Hyères liegen die sogenannten goldenen Inseln, Porquerolles, Le Vent und Porquerolles, wo man auch gut schnorcheln und tauchen kann. Danach geht's nach Ramatuelle. Avec les anges si pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Die kleine Insel Porquerolles wurde schon früh vor zerstörerischer Hotelbebauung geschützt. Bis heute gibt es hier deshalb nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten. Viele Taucher zieht es hierher, um auf den Spuren des berühmtesten französischen Meeresforschers zu wandeln. Der Mann mit der roten Pudelmütze, Jacques Cousteau, hat hier seine ersten berühmten Filmaufnahmen gemacht. Er war auch einer derjenigen, die darauf drängten, dass an dieser Stelle 1963 der Nationalpark von Porquerolles gegründet wurde. Die meisten Taucher setzen vom Festland mit Schlauchbooten zur Insel über. Thank you.
Seit den 1960er Jahren werden hier keine Fische mehr gefangen. Deshalb haben sie auch keine Angst vor den Menschen. Der Zackenbarsch war wegen seines leckeren Fleisches so stark bejagt worden, dass er fast ausgerottet war. Wenn nach dem Tauchgang alles gewaschen und sortiert ist, tragen die Taucherinnen und Taucher in ihr Logbuch ein, was sie unter Wasser gesehen haben. Da, die waren überall heute. Oh, das war wirklich sehr schön. Ja? Schöne Zackenbarsche, große, vorne am Bug hatten wir gehabt. Wer schon seit vielen Jahren hierher kommt, erinnert sich, wie hier früher mit der Natur umgegangen wurde. Was sich verändert hat. Ja, man hat also, irgendwann ist man sich dessen bewusst geworden, dass nicht mehr viel Fische da waren. Aufgrund der Harpunettis, die hier aktiv waren. Hier wurde alles abgeschossen, so quasi, was sich gewehrt hat und selbst die Mini-Fischlein. Und dann gab es ein Moratorium für den Zackenbarsch. Und seit dieser Zeit haben sich die Zackenbarsche dann vermehrt. Und heute findet man sie überall. Und dann kam natürlich der Nationalpark von Porquerolles dazu. Wie gesagt, ein Moratorium, das zieht sehr viel nach sich. Denn ich meine, es geht ja auch um den Tourismus. Und dann hat man gesehen, das war was Positives. Und damit hat man sehr viele Taucher angezogen. Wir sind nur noch rund 10 Kilometer von Saint-Tropez entfernt. Der Platz bietet viel Schatten unter den Pinien und eine Menge Dienstleistungen. Vom Supermarkt über ein Restaurant bis zum Shuttle-Service. So kommt man auch bequem in das Dorf Ramatuel, 4 Kilometer entfernt. Ramatuel lebt vom Tourismus, aber auch immer noch maßgeblich vom Weinbau. Juliette Gricot hat hier gewohnt, auch der Kunstfotograf David Hamilton. Romy Schneider hatte nicht weit von hier ein Weingut. Ihr berühmter Film Der Swimmingpool mit Alain Delon von 1969 wurde in einer etwas abgelegenen Villa in Ramatuel gedreht. Sind das die Farben der Provence? Gelb und blau. Und Lavendel? Ja, der muss sein. Und einen Pastis. Den hat mir ein Kunde mitgebracht. Ah, der Pastis. C'est le Pastis, ça. C'est un client qui me l'a mené, ouais. Ah bon? Das Leben genießen. Immer donnerstags und sonntags ist Markt in Ramatuel. Oh,
das Nougat. Bonjour, c'est artisanal. Artisanal, was heißt das? Das heißt, es ist auf traditionelle Weise hergestellt. Ancienne. Ah, comme. Also, wie früher. Bravo. So wie früher. Artisanal, Definition, comme avant. Comme avant. So groß ist schön. Das sieht toll aus. Oh, Hammerduft. Das sind weiß-rote Bolotto-Bohnen. Schmecken toll. Wie kocht man die? Man macht sie zum Beispiel mit Tomaten und Lammkeule. Merci. Danke. Das ist so nett. Die Franzosen ein bisschen erklären, was man mit den leckeren Sachen machen kann. Auch hierhin kommt man von unserem Campingplatz aus mit einem Shuttlebus. Wir sind hier sehr gut ausgerüstet. Es ist immer ein bisschen spannend zu gucken, wie sich wer eingerichtet hat. Hier mit Grill und so, das sieht natürlich schon sehr professionell aus. Pardon, je suis. Ich bin ein bisschen neugierig, weil das hier bei Ihnen alles so perfekt ist. C'est très professionnel ici, hein? Ja, wir haben so unsere Gewohnheiten. Wir kommen jetzt schon seit einigen Jahren hierher und so haben wir uns mit unseren üblichen Sachen eingerichtet. Ist das der Grill? Das ist die Küche. Hier haben wir den Grill und einen kleinen Gaskocher. Oh, guck das an, professionell, mit Eisfach und allem hier. Das prépare un petit peu. Ah non, c'est comme... Oh. On a notre coin cuisine. Oh mein Gott. Hier ist auch unsere Kaffeemaschine und die Mikrowelle. Hier ist der Platz für die Kinder. Ein Zelt für jedes Kind. Es ist ja nett, dass sie einem hier alles zeigen. Das ist so süß. Aber es ist wirklich eine ganze Campingwelt. Und das ist das Ehebett? Wuff! Ja. Wie komfortabel. Alors merci pour me. Vielen Dank und schöne Ferien. Okay. Ah, Vincent und Nicolas Bologna gehört der Campingplatz. Ihr seid Brüder. Die Nase, ich habe auch so eine Nase. Und ihr verwaltet den Campingplatz. Ja, das ist hier alles sehr familiär. Gehen wir ein bisschen? On va marcher. On va marcher. Oui. Se promener. Der Campingplatz gehört zu einem Weingut, das die Familie der beiden Brüder seit über 100 Jahren führt.
Ende des 19. Jahrhunderts kam die Familie Bologna aus Italien nach Frankreich, zunächst als einfache Arbeiter. Um 1920 wurden hier Wein und Früchte angebaut, seit 1969 nur noch Wein, vor allem auch Rosé. Der ist sehr typisch für die Provence. Um den Wein auf den 55 Hektar kümmert sich in erster Linie der Vater von Nicolas und Vincent. Jahrzehntelang lebte die Familie von der Landwirtschaft. Aber dann hatte seine Großmutter eine Idee. In den 60er Jahren kamen mal Leute vorbei, die Obst kauften, aber hier auch geschlafen haben. Da hatte meine Großmutter dann die Idee, einen Campingplatz zu eröffnen. Das war in den 60er Jahren. Also Camping auf dem Bauernhof? Ja, zunächst auf dem Hof, später haben wir den Campingplatz auf dem Hügel unter den Bäumen gebaut, damit wir den Hof weiter bewirtschaften konnten. Nicolas Großmutter ist mittlerweile über 100 Jahre alt und kann sich gut an die Anfänge des damaligen Zeltplatzes erinnern. Im ersten Jahr hatten wir nur 5 Leute zu Gast, im Juli. Aber die Menschen waren uns treu. Die Landschaft hier ist so schön. Unser Wein ist auch gut. Darüber freuen sich die Kunden. Und was ist Ihr Geheimnis für ein so langes Leben? Es ist die Familie. Ich habe das Glück, die ganze Familie um mich herum zu haben. So ist das. Das ist das Geheimnis. Wenn das nicht wäre. Und jetzt geht's endlich nach Saint-Tropez. Eigentlich nur eine kleine Stadt, deren Name aber immer zusammen mit den Großen aus Kultur und Jet-Set genannt wird. Es gibt viele Wege, wie man sich hier fortbewegen kann. Wimmelbähnchen, eigenes Auto oder Bus. Und den nehme ich jetzt. Saint-Tropez par les plages. Das klingt doch toll, oder? Auch Saint-Tropez war mal ein Fischerdorf. Dann kamen im 19. Jahrhundert die Maler, Signac, Matisse, Bonnard, später dann der Schriftsteller Kurt Tucholsky, die Schauspielerin Colette, nach dem Zweiten Weltkrieg Sartre mit Simone de Beauvoir und mit ihnen viele aus der gesellschaftlichen Oberschicht. Das ist ja immer ein großes Spektakel. Eine Riesenjacht rückwärts legt jetzt an. Ja.
Spezienne. Hier werden die Sandalen von Saint-Tropez verkauft. Daher also der Zusatz Tropézienne. Neben der weißen Periode gibt es auch die goldene. Die Werkstatt befindet sich im selben Geschäft und ernährt rund ein Dutzend Menschen, die hier arbeiten. Hier kann man sich die Sandalen individuell unter Berücksichtigung der persönlichen Fußform anfertigen lassen. Und alle Frauen, die hier arbeiten, tragen sie auch. So ein Mitbringsel aus Saint-Tropez ist schon in den Koffern vieler berühmter Frauen gelandet. Unser Klassiker der Saint-Tropez-Sandalen ist aus echtem Leder hergestellt, das aus dem Elsass kommt. Die Schauspielerin Colette war seit den 1920er Jahren oft in Saint-Tropez und hat schon eine solche Sandale getragen. Mein Vater hat sie für sie angefertigt. So um 1931 ist sie dann weggezogen. Colette war damals und ist heute immer noch in Frankreich jedem ein Begriff. Sie war eine Frau mit wildem Lebensstil, Varieté-Künstlerin, Schriftstellerin, Journalistin und übrigens die erste Frau, die in Frankreich mit einem Staatsbegräbnis geehrt wurde. Colette würde man heute eine Influencerin nennen. Was sie kaufte, wurde zum Erfolgsprodukt. Jetzt kommt der große Moment. Also das ist die Tarte Tropézienne. Und das ist was ganz Typisches hier. So wie die Pastéis de Nata in Lissabon ist das eben das, was man hier isst. Hier, oh. Das ist so ein fluffiger Teig, so ein bisschen wie Biskuitteig. Also wenn ich das verputzt habe, nimmt mich keine Yacht mehr mit. Die Tarte soll auch Brigitte Bardot gern gegessen haben. Die Bardot und Gunther Sachs, das Dreamteam des Jet-Set Ende der 60er Jahre. Brigitte Bardot hat Saint-Tropez die Treue gehalten. Hier drehte sie 1956 den Film Und immer lockt das Weib, der ihr den großen Durchbruch brachte. Und hier lebt sie auch immer noch, nach Beendigung ihrer Jet-Set-Karriere. In einem Museum im Zentrum von Saint-Tropez hat man der Bardot eine feste Ausstellung gewidmet. So könnte ihr Schminkstuhl ausgesehen haben, als sie in Saint-Tropez für Und immer lockt das Weib vor der Kamera stand. Und mit dieser Büste hat sie der Revolutionsfigur Marianne ihr Gesicht gegeben. Das Museum widmet sich vor allem dem Saint-Tropez der 60er Jahre. Ein Raum ist sogar einer ganz bestimmten Straße gewidmet, der Route Nationale 7. Es ist die Ferienstraße der Franzosen, die im Sommer ans Mittelmeer wollten. Das ist auch heute noch so. Zwischen 1951 und 1974 wurde sie schrittweise fertiggestellt. Hier kann man erleben, wie sie damals aussah. Saint-Tropez ist noch mit einer weiteren Filmlegende unmittelbar verknüpft. An dieser Melodie erkennt man die Filme von Louis de Funès. Denn er war der Gendarme von Saint-Tropez. Ah. Bonjour. Einmal die Hand geben. Ich dachte immer, es heißt Louis de Funès, aber es ist Louis de Funès. Nein, doch. Sechs Filme drehte Louis de Funès in der Rolle des Gendarmen. Und zwar genau hier, in der ehemaligen Gendarmerie von Saint-Tropez, wo jetzt das Museum untergebracht ist. Hier kann man hinter die Kulissen gucken. In die Amtsstuben rein. Ein Mitmachmuseum. Der erste Film kam 1966 in die Kinos. Der letzte Anfang der 1980er Jahre. Nein, doch. Immer während der Drehzeiten mussten die echten Polizisten von Saint-Tropez woanders unterkommen.
Wir beenden unsere Reise durch die Provence an einem Strand ganz in der Nähe von Saint-Tropez. Was für ein Leben hier! Wer hier Urlaub macht, hat gute Chancen, den Landstrich lieben zu lernen. Au revoir aus Südfrankreich!